Herzlich willkommen im Zimmer 119 des Mount Lavinia Hotels bei Colombo in der Gegend von Mount Lavinia in Sri Lanka. Ich bin heute gerade angekommen für eine Woche Sri Lanka-Rundreise und wir haben gerade hier eingecheckt und ich möchte euch eben das kleine, schöne Doppelzimmer zeigen. Es ist angenehm groß, wunderschönes, großes Doppelbett. King Size. Dann haben wir da zwei schöne Sessel als Sitzgelegenheiten, Wasserkocher, Wasser, das geht hier alles aus Haus. Und bevor wir weiter vorgehen, zeige ich euch eben noch hier den großen Schrank, in dem ich mal schon mal meine Jacke aufgehängt habe, von einem Flug ganz zerknittert. Bügeleisen, Schuhe, oh, das Telefon klingelt, das ignorieren wir. Da ist ein kleiner Tresor auch, keine Steckdose drin und da ist ein Föhn und da sind Waschmöglichkeiten. Gut, da ist übrigens auch ein Bügelbrett noch. Und dann gehen wir mal weiter. Ich lasse das Telefon eben klingeln. Wie gesagt, das schöne Bett, groß genug. Da ist ein schöner Monitor, ein Fernseher. Da drunter befindet sich die Minibar, die schauen wir uns auch gerade mal eben an, mit Bier und Cola und Wasser und diversen Alkoholika, für die man natürlich zahlen muss. Schreibtisch und Stuhl und hier draußen haben wir den Indischen Ozean. Es ist bereits Nachmittag, die Sonne geht bald unter und hier ist das Meer, der Indische Ozean, etwas wild, etwas sehr wild. Wir haben hier noch eine Monsun-Saison. Hier ist übrigens ein schöner Aufkleber, ich lese ihn euch mal vor, da steht dran: Open the door to a stunning view to feel a spray of salted dew. Be cautious to close the sliding door to avoid salt and slipping floor. Sehr schön. Da war ein Dichter am Werk. Ja, das eben der Blick ins Zimmer. Hier nochmal darüber. Und jetzt werde ich mal Koffer und Tasche auspacken und dann zum Strand gehen und etwas baden. Ciao, servus.